Hallo meine Lieben, ich hatte so ein schönes Intro für euch, kurz und bündig und direkt zum Thema. Leider habe ich vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Es geht heute um diese Mario as a Real Palette. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. As a Real, ich schreibe es hier nochmal rein. Und ich war schon so gespannt auf diese Palette, denn ich habe den ersten Launch verpasst. Und als ich auf Insta gesehen habe, dass die Paletten wieder zu haben sind, habe ich sofort zugegriffen und drei Looks kreiert mit dieser Palette für euch. Lasst uns direkt anfangen. Ja, nichts ahnend, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, zeige ich euch hier die Palette. Da sind fünf Schimmertöne und sieben matte Töne drin und die sind alle so butterzart, die Formulierungen. Und die Schimmertöne sind so intensiv, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich trage mir da die Knochenfarbe unter meiner Braue auf, nehme einen mittleren Braunton und gebe mir das in die Crease auf. Wie ihr seht, ganz großzügig. Das soll ja ein Dayglam-Look sein. Also ein schöner Tageslook. Und jetzt nehme ich noch das Dunkelbraun und vertiefe mir so die Winkel, also meinen Schlupf. Und das macht das Auge auch größer. Und jetzt guck mal, diese Schimmertöne sind so schön. Die sind so cremig und der war so heftig einfach. Ich nur mit dem Finger aufgetragen, nicht nass gemacht. Ich blende das mit dem Finger auch aus. Das klappt wunderbar. Und unten gebe ich mir auch noch ein bisschen was von dem dunklen Braunton auf. Und ja, zum Schluss noch ein bisschen Glam Doll Mascara. Und das ist mein fertiger Look. Ein paar Posen für euch. Ja, posen kann ich, ne? Und das ist schon der nächste Look. Und hier werdet ihr gleich Zeuge, wie mir auf einmal klar wird, dass das Mikrofon nicht an ist. Seht selbst, ich erzähle, erzähle und irgendwann, da macht das Klick. Aha, ja. Auf den Schock erstmal einen Schluck Kaffee. Ich habe den ersten Look als Stummfilm gedreht, fällt mir gerade auf. Mein Mikrofon war nicht an. Ich könnte mich so in den eigenen Hintern treten, wenn ich könnte, wenn ich so biegsam wäre. Okay, dann muss ich einfach, ja, da ein Voice-Over drauf machen und jetzt machen wir einfach mal weiter. Ich habe meinen Look verändert und ich möchte jetzt einen Date-Night-Look mit euch schminken und irgendwas habe ich auch im Auge, aber da kümmere ich mich gleich drum. Stimmt, das habe ich ja auch nicht aufgenommen, das muss ich euch auch noch sagen. Ich konzentriere mich bei dem Look auf das Rosa. Ich finde, das passt so ein bisschen zu Date-Night und habe jetzt erstmal angefangen, das Rosa hier so aufzubauen. Das ist so ein super schöner, softer, rosaner Ton. Und den gebe ich mir hier auf mein gesamtes mobile Lid und auch natürlich höher, so dass man die Farbe noch sieht, wenn ich die Augen aufmache. Und ich blende das jetzt auch aus mit demselben Pinsel. Und hier die Farbe, die streiche ich auch so ein bisschen raus, so Richtung Augenbrauen. Ich nehme noch mal den hellsten Ton auf und gebe mir die Farbe wieder unter meinem Brauenbogen auf. Oh Gott, was ist los, Leute? Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht aufnehmen. Und das noch ein kleines bisschen mehr aufbauen. Eventuell werde ich hier die Stelle gleich reinigen. Ja, das stört mich jetzt schon. Mache ich gleich sauber. Ich gehe noch mal so über die Kanten. Also ich nehme noch mal einen sauberen Blenderpinsel und gehe dann über die Kanten. Und jetzt nehme ich hier so einen schmalen Blenderpinsel. Ja, so ein topiger Ton. Und den trage ich mir hier unten auf, um auch hier so etwas zu schattieren. Bei hellen Hauttönen kann man den sogar als Konto benutzen. Also es gefällt mir echt gut. Die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt so einen synthetischen Pinsel, sprühe den mal an und gehe dann hier in den mittleren Ton rein. Und das presse ich mir dann hier in die Mitte auf.
Ich finde, dieser Ton, der passt dann auch nochmal richtig schön zu dem Rosanen. Da ist auch ein kleines bisschen Rosa drin, meine ich. So, und hier diesen Schimmerton, den konzentriere ich wirklich nur in die Mitte. Ja, mir fehlt hier oben doch noch so ein Übergang. Ich gehe hier nochmal in diese Farbe rein, die ich mir auch unter den Augen aufgetragen habe. Und gib mir das in die Crease. Ja, das sieht schon mal. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Da hat mir so ein Schatten gefehlt. Und das arbeite ich auch so raus. Ich nehme noch ein bisschen was auf. Und gehe auch hier innen rein. Ich mag das, wenn das hier so ein bisschen tiefer ist. Es gibt ein bisschen romantischeren Blick bei einem Date. Dann gebe ich mir einen Eyeliner auf, und zwar einen braunen. Der hier ist von Marc Jacobs. Den kann man, glaube ich, nicht mehr kaufen. Womöglich ist er auch abgelaufen. Ich bin mal gespannt. Ich finde das so schade, dass Marc Jacobs kein Make-up mehr produziert. Ja, leider hat der Eyeliner wirklich kaum noch Farbabgabe. Nee, ihr Lieben, den muss ich entsorgen, leider. Der ist mir abgelaufen, da kommt auch nichts mehr raus. Also, dann nehme ich einen von Kiko, und zwar ist der mit Schimmer. Das ist ein brauner Eyeliner, der hat aber so ein bisschen Schimmer drin. Auch nicht schlecht, ne? Fürs erste Date oder Date. Wir haben ja nicht gesagt, was für ein Date das ist. Mich stört jetzt irgendwie, dass das Braun nicht das gleiche Braun ist. Ich nehme nochmal den Marc Jacobs. Ja, mich haben die zwei Eyeliner-Farben, diese zwei unterschiedlichen Eyeliner-Farben, so gestört. Ich habe jetzt wieder zu dem Marc Jacobs gegriffen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie Aufschlag von bekomme, aber ich werde es überleben. Ich muss diesen Look jetzt retten. Irgendwie ist mir das total misslungen. Mache ich hier mal ein bisschen sauber. Ja, okay. Ein bisschen besser. Noch nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. So, ich klippe mir jetzt erstmal Wimpern auf und dann gucke ich mal, wie ich das Auge noch rette und schminke mir auch das andere Auge. Können wir bitte als Referenzauge dieses hier nehmen und das hier verschwinden lassen. Das ist so schlecht geworden. Und hier die Seite hat irgendwie eine Minute gedauert. Also okay, drei. Aber es ging wirklich so schnell. Und also macht nicht den gleichen Fehler wie ich und nimmt abgelaufenen Eyeliner. Oder zwei verschiedenfarbene Eyeliner. Im Endeffekt habe ich dieselben Farben benutzt auf meinen Lidern. Ich habe mir hier dieses topige in meine Crease gegeben. Und dann das Rosane auf das bewegliche Lid, und in die Mitte habe ich hier diesen Schimmerton draufgegeben, und dann habe ich wieder meinen Marc Jacobs Eyeliner benutzt, damit das mit der anderen Seite matcht, die Farbe. Und unten, genau auf der anderen Seite, war auch eben so mein unteres Auge super messy, und hier habe ich das Taupe wirklich sehr, sehr schmal gehalten. Ich finde, das wirkt so ein bisschen softer, das andere war eben ein bisschen zu... Ich finde, das ist wirklich so ein schöner, softer Augen-Make-up-Look. Was meint ihr? Das ist auf jeden Fall mein zweiter Look, mein Date-Night-Look. Nochmal die Farbpalette, an die ich mich gehalten habe. Das waren diese drei Töne. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Look. Los geht's. So, ich hoffe, es ist unverkennbar, dass ich mir jetzt einen Party-Look schminken werde. So, ich wollte so ein bisschen Sex in the City-Vibes, aber... Egal, es geht ja jetzt erstmal um das Augen-Make-up. Und zwar habe ich mich hier für, nee, Moment, hier, diese schokoladige Seite entschieden. Ich will so ein bisschen Party-Vibes reinbringen. Und dieses Gold habe ich auch noch nicht benutzt. Das werde ich dann wahrscheinlich auch benutzen. Ich fange jetzt aber erstmal wieder an hier mit diesem Knochenton. Den gebe ich mir wieder unter meine Braue. So ein bisschen. Ich gehe auch hier nochmal in diesen Goldton rein. Super wenig nehme ich auf. Gebe ich mir auch nur ganz wenig was drauf. Ich mag nicht, wenn das zu sehr glitzert unter meinen Brauen, aber so ein bisschen darf da was sein.
Dann nehme ich meinen großen Blenderpinsel, gehe erstmal in dieses helle Braun rein und arbeite das wieder so Richtung Braue ein, hier innen. Ich mag das. Das sage ich immer wieder, ne, dass ich das mag. Aber ich mag es halt. Was soll ich machen? Ich muss mir ein neues Vokabular aneignen für YouTube. Mein YouTube-Vokabular. Ja, ich arbeite weiter dieses Braun aus und arbeite es auch raus Richtung Schläfe. Dann gehe ich mit meinem flachen Pinsel hier in dieses dunkle Braun rein und das presse ich mir ganz nah an den Wimpern auf. Und endet erstmal hier, wo das Auge aufhört. Ich möchte so eine Abstufung von diesem Brauntönen auf meinem Lid schaffen. Und dafür müsst ihr einfach mit den dunklen erstmal anfangen und es richtig aufpressen. Guckt auch, dass ihr da ganz nah an die Wimpern rangeht, dass hier keine hellen Flächen zu sehen sind. Dann gehe ich hier nochmal so über die Kanten und säubere das so ein bisschen, aber nicht allzu viel. Jetzt nehme ich meinen MAC 217 Pinsel und gehe hier in diesen schönen schimmernden Ton rein. Seht ihr, das ist dieses schöne Schokobraun mit super viel Schimmer drin. Ich beginne jetzt nicht genau auf dem Braun, sondern gehe so ein bisschen drüber. Starte ungefähr hier. Ich habe das jetzt erstmal nicht angesprüht. Ich will mal sehen, wie sich das so auftragen lässt. Okay, lass uns das mal ansprühen. Ich will, dass das nämlich so richtig zu sehen ist. Und dann gehe ich hier nochmal rein. Ja, jetzt. Hier diese Ecke mit dem Braun, das will ich so lassen, dass da so eine Abstufung zu sehen ist. Dann nehme ich so einen schmalen synthetischen Pinsel, sprühe den auch nochmal an. Und diesmal gehe ich in den Ton hier rein, den habe ich auch noch gar nicht benutzt. Den gebe ich mir hier innen im Auge auf. Arbeite das auch schon mal ein bisschen runter, so hier in den Winkel. Dann nehme ich hier so einen Detail Brush, also der ist wirklich sehr schmal, und gehe wieder in dieses Dunkelbraun rein. Ziehe mir mit Lidschatten einen Eyeliner. Und auch hier blende ich die Kanten aus. Ich nehme hier jetzt dieses hellere Braun und arbeite das auch hier in den Verlauf mit ein. Dann nehme ich mit so einem flachen Pinsel wieder diesen braunen Schimmerton auf. Gib mir das hier unten auf. Jetzt nehme ich hier von Make Up Forever diesen schwarzen Kohlstift und intensiviere so ein bisschen den Liner. Ich schminke jetzt die andere Seite fertig, klebe mir ein paar Wimpern auf, melde mich gleich wieder. Ja, meine Lieben, das ist dann der fertige Party-Glam-Look. Ich glaube, ich habe jetzt alle Farben aus der Palette benutzt. Wirklich alle. Ich habe keine ausgelassen. Ja, und ich bin so verliebt in diese Palette. Das wird auf jeden Fall meine Alltagspalette, meine Reisepalette werden. Hier ist alles drin, was ich mir wünsche. Also ich kann natürliche Looks machen, ich kann aber auch Gas geben und halt Glam-Looks schminken. Und das ist die ideale Palette für mich. Auch eine ideale Braut-Make-up-Palette, finde ich. Also damit kann man auch so richtig schöne Braut-Make-up-Looks schminken. Ja, es gab ein paar Hindernisse, bis dieses Video zustande gekommen ist, ne? Aber letztendlich haben wir es geschafft. Da bin ich auch richtig froh drum. Mein Auge ist ein bisschen überreizt das hier, aber es hat mega Spaß gemacht, diese Looks für euch zu kreieren und auch mal in so andere Klamotten zu schlüpfen. Am besten schminke ich mich erst gar nicht ab und warte, dass ich ausgeführt werde. Oder ich gehe selber aus. Mal sehen. Eins von den beiden. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder am Donnerstag.